Wohnzimmer, da stellt man ja die Sachen aus, die man besonders wichtig findet, besonders schön findet. Und darum sind hier auch meine Lieblinge. Das ist das Terrarium für meine Mallorca-Geburtshelferkröten. Wissenschaftlicher Name Halytes muletensis. Ihr seht, das Terrarium fügt sich ganz gut hier in das Ambiente ein. Man kann es auch ein bisschen dekorieren. Auf diese Art und Weise wird es ehepartnerkompatibel. Und es ist noch ein wenig klein. Das liegt daran, dass ich momentan noch die 4 Tiere habe, die ich frisch metamorphorisiert letztes Jahr erhalten habe. Und darum reicht Ihnen dieses Terrarium wunderbar aus, denn es sind sehr kleine Tiere. Tatsächlich. Hier ist wirklich einer, der schon Eier trägt. Wunderbar. So, Fütterung der Raubtiere. Es gibt Heimchen. Ich habe die Tiere noch ein bisschen präpariert. Mit einem Pülverchen, da ist Kalzium dabei, da sind diverse Vitamine dabei. In der Natur würden die Geburtshelferkröten sich natürlich von den verschiedensten Insekten ernähren, damit auch ganz bestimmte und verschiedene Nährstoffe auch bekommen. Hier ist die ganze Sache ein bisschen einseitig, denn hier haben wir Lebensmittel echt sozusagen nur die Heimchen zur Verfügung. Und damit ihnen trotzdem nichts fehlt, was sie brauchen, darum eben dieses Ergänzungsmittel. Soweit der Einblick in den Coronavirus-Alltag von uns, von 4 Mallorca-Geburtshelferkröten und mir. Ich wünsche euch alles Gute und bleibt gesund.